leider falsch. Hä? Das ist leider immer noch falsch. Hä? Falsch. Mann! Nein. Hi Theo, grüß dich. Ja, hi, na, alles klar bei dir? Sag mal, du hast doch vor 2 Jahren Quantenmechanik geschrieben, oder? Quantenmechanik? Ach stimmt, das war glaube ich im August oder so. Ich weiß noch, die war echt schwierig, aber hat ja irgendwie dann doch geklappt. Ja, ich bin gerade total im Verzweifeln. Ich habe mega viel Zeit in die Lernplanung investiert, ich habe Mindmap aufgestellt, ich habe alles organisiert und trotzdem häng ich. Pass auf, wie kann ich durch die Schrödinger-Gleichung das Ehrenfest-Theorem herleiten? Weißt du das noch? Ja, das müsste ich eigentlich noch wissen. Pass auf, ich bin mit Maya hier gerade am Elisenbrunnen. Wenn du Lust hast, dann komm doch vorbei und bring dein Zeug mit. Dann gucken wir uns das zusammen an. Ja, mega, cool. Alles klar, dann bis gleich. Danke, ciao. Ja, mach's gut, bis gleich, ja? Ciao, ciao. Also, das betrachtete System ist im Zustand Psi. Damit kriegst du das hier für die Zeitableitung des Erwartungswertes des Sportoperators. Jetzt kannst du die Schrödinger-Gleichung nehmen. Und wenn du die für diesen Summanden wieder konjugierst, entsteht der Kommutator von x total und Delta im Wesentlichen P. Und das ist dann der erste Teil des Ehrenfest-Theorems. Ja, nee, das funktioniert ja nicht. Ah, hier, du hast vergessen, dass der Hamilton-Operator selbst adjungiert ist. Ach. Klar. Ja. Ja, cool. Danke dir. Ja, kein Problem, gerne. Hilfe suchen, wenn man selbst gerade einen Knoten im Kopf hat. Das ist oft sehr effektiv. Mit anderen kommt man auf neue Gedanken, versteht Zusammenhänge besser und kann Denkschritt und Lösungen kontrollieren. Fragen Sie also Leute aus Ihrem Studium, aus der Fachschaft, aus dem Mentoring, aus der Fachstudienberatung. Nutzen Sie Sprechstunden. Und suchen Sie sich eine gute Lerngruppe, in der Sie sich gegenseitig motivieren, kontrollieren und inspirieren. Und wie läuft's bei dir? Ja, geht so. Ich habe in 2 Wochen schriftliche Prüfung und ich habe noch gar nichts gemacht. Ich krieg mich überhaupt nicht motiviert im Moment und ich habe einen riesen Stapel Bücher zu Hause und ich habe einen Lernplan. Und wenn ich mich einmal an den Schreibtisch setze, habe ich gar keine Lust mehr. Ich habe keinen Spaß am Lernen. Ja, sowas kenne ich auch. Aber weißt du, was ich dann mache? Ich suche mir einen Ort zum Lernen, wo ich mich am wohlsten fühle. Dann klappt's auch am besten. In guter Stimmung lernt es sich leichter. Umgeben Sie sich mit Menschen und Orten, die Ihnen gut tun. Wechseln Sie Lernmethoden ab. Machen Sie eigene Erfolge möglich, indem Sie sich ganz konkrete und realistische Lernziele setzen. Suchen Sie lustige Beispiele und Analogien, sodass Sie beim Lernen auch mal herzhaft lachen können. Und, aber das kläre ich dann halt auch mit den WG-Jungs dann auch ab. Mhm. Stimmt, du wohnst in der WG, ne? Ja, die hören ja dann auch Musik, aber die haben auch ihre Lernphasen. Mhm. Ella? Basti! Hey! Hallo! Na? Na? Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut. Hi! Hi! Was macht ihr hier? Ach, nichts Besonderes. Theo lernt für Quantenmechanik und Maya fürs Staatsexamen. Okay, und du? Ach, ich bin jetzt relativ entspannt wieder. Ich habe letztens Astroteilchen geschrieben. Wie war's? Super gut, wirklich. Kein Problem, ich hab's einfach so runtergeschrieben. Okay. Ist ja quasi mein Spezialgebiet. Ich lerne seit 4 Wochen. Ja, ich muss auch mal mehr lernen. Aber denkt auch dran, dass ihr dann beim ganzen Lernen auch Pausen einhaltet, ne? Ich musste das auch auf die harte Tour lernen. Ich habe viel zu viel gemacht und das war dann auch kontraproduktiv. Und dann war ich bei der Beratung. Beratung? Ja, und dann meinte sie auch zu mir, achte darauf, echt die Balance zu halten zwischen zu viel und zu wenig Lernen, damit man auch wieder Energie tanken kann. Und dann bin ich halt auch in den Lernpausen joggen gegangen. Und das war dann auch gut. Klar.
Machen Sie regelmäßig Pausen zwischen den Lernblöcken und planen Sie freie Tage ein. Denken Sie daran, wenn Sie das Gefühl haben, so gar keine Zeit für eine Pause zu haben, dann brauchen Sie die am allermeisten. Schlafen Sie ausreichend. Planen Sie gezielt schöne Aktivitäten ein, auf die Sie sich so richtig freuen können. Dann sind Sie langfristig viel leistungsfähiger. Maya und ich wollten noch zum See grillen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr vielleicht Bock? Seid ihr dabei? Ja, gerne. Ich bin raus. Ich trainiere ja noch. Davon braucht man auch mal eine Pause. Hast du vorhin selbst gesagt. Okay. Ab zum See. Jetzt wird gefeiert. Kommt. Astroteilchenphysik. Ach Quatsch, du hast doch noch gesagt, dass das dein Spezialgebiet ist. Super gut, wirklich. Kein Problem, ich hab's einfach so runtergeschrieben. Wirklich, also es ist quasi mein Spezialgebiet. Ist sie doch so locker geschrieben. Ja, keine Ahnung, dachte ich auch. Ja, und jetzt? Was ist ein Notfallplan? Was für ein Plan? So ein Notfallplan halt, für den Worst Case. So wie genau jetzt. Ein Notfallplan ist eine gute Sache. Wenn wirklich mal was schief geht, dann bleiben Sie handlungsfähig und können sich auf einen vorher gut durchdachten Plan verlassen. Überlegen Sie sich also, was können Sie tun, wenn Sie in der Prüfung einen Blackout haben? Wie reagieren Sie, wenn Sie eine Aufgabe nicht richtig verstehen? Welche Strategien helfen Ihnen da? Was tun Sie, wenn Sie wirklich durchfallen? Welche Möglichkeiten haben Sie dann noch? Übrigens bewirkt so ein Notfallplan, dass Sie die Situation vorher viel realistischer einschätzen können und dass Sie auch die Angst vor diesem Worst Case verlieren. So ein Mist, ey. Vielleicht musst du einfach nochmal deine Lerntechnik überdenken. Ja, aber bisher hat's doch auch immer geklappt. Ja, aber vielleicht brauchen manche Prüfungen einfach andere Lerntechniken. Also die meisten arbeiten mit einer Mindmap. Bei anderen funktioniert es mit einer Conceptmap oder Diagramm besser. Ich habe zum Beispiel eine To-Do-Liste. Ja, und ich kenne da jemanden, der arbeitet mit einer mentalen Landkarte. Und andere wiederum setzen Musik ein. Die richtige Lerntechnik zu finden ist eine Herausforderung. Probieren Sie verschiedene Lerntechniken aus, auch wenn die Ihnen vielleicht zu aufwendig oder zu abgedreht erscheinen. Und finden Sie dann Ihre Technik, die zu Ihnen passt und die zu Ihrer Prüfung passt. Wie wär's mit einer Lerngruppe? Ich lerne Quantenmechanik, du für dein Staatsexamen und du musst nochmal an Teilchenphysik ran. Und danach fragen wir uns einfach ab. Das finde ich eine richtig gute Idee. Mensch, komm schon. So schlimm wird's ja nicht werden. Lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Auf geht's, keine Widerrede. Jetzt wird gelernt.